Hallo, heute rechnen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Herbst 2011 und rechnen möchte ich heute die Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 geht es um eine Nietverbindung, bei der zwei Bleche durch vier Nieten miteinander verbunden werden. Und auch hier schauen wir uns kurz die Skizze an, die uns den Sachverhalt vielleicht ein bisschen verdeutlichen soll. Zwei Bleche, Blech 1, Blech 2. Beide Bleche sollen gleich dick sein und mit Nieten verbunden werden. Man kann das in der Perspektive sich sehr schön deutlich machen, indem man hier versucht, wirklich einigermaßen parallel zu arbeiten. So entstehen so gewissermaßen die entsprechenden Strukturen des Bauteils. In der Aufgabenstellung selbst ist quasi gegeben, wie groß die entsprechende Beanspruchung in den Blechen ist. Das heißt also hier, auf der gesamten Querschnittsfläche steht die Kraft F, die natürlich an der Seite genauso wirksam sein muss, also im statischen Gleichgewicht sich befindet. Naja, und hier sind dann letztlich 1, 2, 3, 4 Nieten untergebracht, die dann hier am Bauteil sozusagen ihre Verbindungszonen dann entsprechend aufbauen. Die eigentliche Beanspruchung eines Einzelnietes findet gewissermaßen hier in der eigentlichen Querschnittsfläche statt. Wir haben insgesamt davon 4 Querschnittsflächen. Also wissen wir natürlich sofort, schon alleine durch das Zeichnen der Skizze, dass sich die Kraft F hier tatsächlich in 4 Einzelkräfte aufspalten wird, um dann gewissermaßen damit irgendwie vielleicht weiterzurechnen. Was ist denn gegeben? Gegeben ist die Kraft F mit 30 kN. Die zulässige Schubbeanspruchung der Nieten